Moment. Das österreichische Wörterbuch verzeichnet Wortschatz aus österreichischer Perspektive. Und das ist schon wichtig, dass man sozusagen die Perspektive von innen heraus hat. Ein ganz wichtiger Faktor der sprachlichen Identität. Bub, heuer, das Eck zum Beispiel. Das heißt, das österreichische Wörterbuch ist ein Bestandteil der normsetzenden Instanzen. Und das muss auch gelten und das muss in der Schule Geltung haben. Uns würde sonst was fehlen. B wie Bub, H wie heuer. 70 Jahre österreichisches Wörterbuch. Ich war früher der Meinung, wir müssen vor allem Austriazismen in den Duden hineinbringen, denn international wird er nur der Duden gesehen. Wenn es dort drin ist, dann wird es akzeptiert. Das österreichische Wörterbuch war so ein kleines Regionalwörterbuch. Ne? Aber das ist, glaube ich, heute gelungen. Und heute könnte man sagen, ist das ÖWB ein gleichwertiges Wörterbuch mit dem Duden? Das österreichische Wörterbuch, kurz ÖWB, erschien erstmals im Jahr 1951 als explizite Alternative zum Duden. Ziel war und ist es, die in Österreich gebräuchliche Sprache abzubilden und die dafür richtige Schreibweise festzulegen. Das ÖWB repräsentiert somit das für Österreich gültige amtliche Regelwerk der deutschen Sprache. Ein Großteil der Einträge unterscheidet sich vom deutschen Duden. Unter anderem auch deswegen, weil manche Begriffe, die laut ÖWB in Österreich üblich sind, in Deutschland als veraltet gelten. Eine Sendung von Jonathan Scheucher. Nach der Sendung möchten wir Ihre Meinung zum Thema hören. Eine Stunde sind wir dann für Sie erreichbar. Ich würde gerne beginnen mit den offiziellen Berufsbezeichnungen. Mhm. Die habe ich jetzt alle eingearbeitet und es gibt einige, wo nicht ganz klar ist, wie die aufgenommen werden können und sollen. Montagmittag vor einer Woche bei einer Redaktionssitzung des österreichischen Wörterbuchs. Chefredakteurin Christiane Papst sitzt an ihrem Schreibtisch in einem Büro des österreichischen Bundesverlags in Wien-Leopoldstadt, der das Wörterbuch im Auftrag des Unterrichtsministeriums herausgibt. Via Skype ist sie mit ihrer einzigen fixen Mitarbeiterin Magdalena Eibel verbunden. Beide Frauen sind Germanistinnen. Sie besprechen die Schreibweise neuer englischer Berufsbezeichnungen, die in die Neuauflage des österreichischen Wörterbuchs aufgenommen werden sollen. Zum Beispiel Sales Assistent. Also das AMS schreibt das offiziell Sales Abstand Assistent. Da müssten wir uns überlegen, wie wir das aufnehmen möchten. Okay, dann würde ich mal sagen, wir nehmen es jetzt mal mit Bindestrich auf. Also ich glaube, nur mit Spatium wird es nicht bleiben, aber Bindestrich ist auf jeden Fall richtig. Okay, wunderbar. Die Schreibung von Sales Manager mit Bindestrich ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber sehr wahrscheinlich, meint Christiane Papst. Das könne sie sagen, da sie gemeinsam mit Vertretern der wichtigsten deutschsprachigen Wörterbücher im Rat für deutsche Rechtschreibung in Mannheim sitzt und dort die Entwicklungen in Rechtschreibfragen mitbestimmt. Weil die eben von den bisher bestehenden Regeln die wahrscheinlichste ist für den deutschsprachigen Raum. Wir haben als zweites Kriterium, gerade bei der Zusammenschreibung ohne Bindestrich, ist es überhaupt durchlesbar. Bei Webdesigner ist dieses Kriterium leicht erfüllt. Aber bei Sales Assistant ist es wahrscheinlich sehr schwierig, das dann auch wahrzunehmen. Der Beruf Webdesigner steht bereits im aktuellen österreichischen Wörterbuch aus dem Jahr 2016 ohne Bindestrich. In der neuen Auflage, die 2022 erscheinen wird, sei es sehr wahrscheinlich, dass man das Wort künftig auch mit Bindestrich anführen werde, Web-Designer. Um englische Berufsbezeichnungen möglichst einheitlich zu gestalten, könne es sogar sein, dass man die Schreibung mit Bindestrich als empfohlen festlegt. Weil es ist unheimlich schwierig, jemanden, der das Wörterbuch benutzt, zu erklären. Eine unserer Kriterien ist die Lesbarkeit und deswegen soll man Webdesigner eher zusammenschreiben, aber Sales Assistant mit Bindestrich. Es ist schwieriger zu erklären, als wenn man sagt, okay, systematisch ist die bevorzugte Variante die mit Bindestrich. Man muss natürlich alles auch irgendwie so präsentieren, dass es der andere leicht umsetzen kann. Ihr erstes österreichisches Wörterbuch hielt Christiane Papst 1983 in Händen.
Sie bekam es damals als eines ihrer Schulbücher am Beginn des Gymnasiums. Es war insofern sehr imposant für mich als Zehnjährige, weil es das erste wirklich schöne, dicke und auch festgebundene Buch war. Und das war schon faszinierend. Das hat auch so einen rauen Einband gehabt, kann ich mir erinnern, so Leinen. Ein schönes, großes Buch, auf das man stolz war, weil es eben so besonders war und ganz anders ausgeschaut hat als alle anderen Schulbücher. Nach ihrem Germanistikstudium arbeitete Christiane Pabst an drei verschiedenen Wörterbüchern mit. Dem Wörterbuch der Redensarten zu der von Karl Kraus herausgegebenen Zeitschrift Die Fackel, einem bayerisch-österreichischen und einem deutsch-russischen Wörterbuch. Daraufhin engagierte sie der Verlag des österreichischen Wörterbuchs als Konsulentin für Grammatik. Im Jahr 2015 wurde sie schließlich Chefredakteurin, womit eine große Verantwortung einhergeht, sagt sie. Weil man ja hier die Identität einer Nation sozusagen, die Sprache, die die Identität ja gibt, einer Nation hier darlegt, auch dieser amtliche Charakter bedeutet erstens einmal, dass alles, was in dem Wörterbuch sozusagen steht, so geschrieben werden kann und soll. Das heißt, es ist eine Vorgabe auch für Lehrerinnen und Lehrer. Wenn ein Lehrer, eine Lehrerin einen Fehler erkennen würde an einem Wort von einem Schüler, einer Schülerin, das, was so im Wörterbuch steht, ist dieser Fehler sozusagen nicht gültig. Und amtlich bedeutet auch, es umfasst Ämter, Institutionen, die Bezeichnung derer und die Schreibung derer, die halt in Österreich gängig sind. Rund 70% der Einträge im österreichischen Wörterbuch sind spezifisch österreichisch und unterscheiden sich damit vom deutschen Duden, so Christiane Pabst. Es macht auch die Grammatik aus, es macht die Bedeutungen aus, es macht die Verwendung aus. Deswegen haben wir so viele Beispiele auch im Wörterbuch. Es ist die Aussprache Belvedere, Belvedere. Also das Wiener Belvedere heißt Wiener Belvedere und nicht Wiener Belvedere, wie es immer in der Straßenbahn fälschlicherweise erwähnt wird. Ich könnte mich jedes Mal ärgern, wenn ich da mit der Straßenbahn fahre. Sie sagen immer Belvedere, das stimmt nicht. Es ist das Wiener Belvedere. Was das Wörterbuch natürlich auch liefert, ist die Etymologie, die ist ja in Österreich auch höchst spannend. Wir haben ja auch Wörter aus ganz anderen Ursprungssprachen, als das in Deutschland der Fall ist. Einfach mit unserer Nähe zu Ungarn, mit unserer Nähe slowenischen Einfluss. Wir haben ganz, ganz viele ursprünglich slawische Wörter. Tschechel, Palatschinke. Was ich jetzt zum Beispiel gerade am Beobachten bin, ist der Butter und die Butter. Das wurde ja immer dialektal umgangssprachlich abgetan, der Butter. Aber ich bin ja jetzt gerade am Überprüfen in diversen Corpora, auch im Internet und so weiter, ob nicht der Butter ebenso eine Variante ist wie die Butter mittlerweile, ja, sich also mittlerweile schon aus dem Dialektal-Umgangssprachlichen hinaufgearbeitet hat in die Standardsprache. Und das wäre so ein typisches Beispiel, wo wir uns deutlich dann unterscheiden vom deutschen Deutsch. In der Schule selber gab es irgendwo ein österreichisches Wörterbuch, aber das war so ein kleines, dünnes Büchlein, das eigentlich nicht benutzt wurde. Erinnert sich der Germanist Jakob Ebner an seine Schulzeit in Linz in den 1950er Jahren. Der heute 78-Jährige war nach seinem Studium einige Jahre lang als Lexikograf beim Deutschen Duden in Mannheim angestellt. Er bekam dort den Auftrag, ein Wörterbuch österreichischer Begriffe zu schreiben. Es erschien im Jahr 1969 unter dem Titel »Wie sagt man in Österreich?« Heute, mehr als 50 Jahre später, heißt das Buch in fünfter Auflage Österreichisches Deutsch. Meine Quellen waren einmal Wörterbücher, die bestanden im Duden, zu sehen, gilt das auch für Österreich oder nicht. Ich habe dann systematisch die Literatur durchgesehen und was ich vermutet habe, oder auch aus Erfahrung, dass das in Deutschland nicht üblich ist, habe ich dann heraus und verzettelt den ganzen Doderer und so weiter. Und dann natürlich mit den Fragen an Kollegen, geht das dort oder geht das nicht? Jakob Ebner lobt die Gründung des österreichischen Wörterbuchs im Jahr 1951 durch den damaligen Unterrichtsminister. Lange Zeit sei das Werk außerhalb von Österreich allerdings nur als kleines Regionalwörterbuch wahrgenommen worden, was vor allem daran gelegen habe, dass es nicht weiterentwickelt worden sei. Man muss, muss ich offen sagen, dem Verlag den Vorwurf machen, dass es das Wörterbuch 20, 25 Jahre
einfach mehr oder weniger so laufen gelassen hat, mit relativ geringfügigen Änderungen. Das schmale Bändchen ist so geblieben. Es ist dann wieder in starke Kritik gekommen, vor allem über die Aufnahme von mehr Dialektwörtern, die man nicht entsprechend markiert hat. Und Sie haben es im Verlag auch schon zugegeben dann einmal, dadurch, dass der Duden von 1973 schon sehr vieles und fundierte Austriazismen hat, weil ich ja daran gearbeitet habe, hat man gesehen, man musste auch was tun, weil außerhalb der Schule das ÖWB noch kaum benutzt wurde. Der von Jakob Ebner angesprochene Begriff Austriazismus bezeichnet eine nur in Österreich übliche Variante der deutschen Sprache, etwa Melanzani für Aubergine. Nach 3 Jahren beim Duden in Mannheim kehrte Jakob Ebner nach Linz zurück und wurde Deutschlehrer an einem Gymnasium. Für den Duden arbeitet er aber bis heute als Konsulent. Er ist verantwortlich für Austriazismen und versorgt das deutsche Wörterbuch laufend mit neuen Begriffen aus Österreich. Im Jahr 1997 wurde er vom Verlag des österreichischen Wörterbuchs angeworben. Seither arbeitet er für beide Wörterbücher. In Österreich ist er ebenfalls Konsulent, hier aber für Stilfragen. Bevor eine neue Auflage des österreichischen Wörterbuchs erscheint, prüft er bei jedem einzelnen Wort, ob es richtig kategorisiert ist. Ob etwas abwertend ist oder gehoben oder dichterisch oder auch vulgär. Das andere sind soziologische Schichten, wer Mundart oder Dialekt, Umgangssprache, Standardsprache. Wenn zum Beispiel angesehene Schriftsteller mit Standardsprache das verwenden oder vielleicht sogar in einem Gesetzestext oder sagen wir der Landeshauptmann in einer Rede im Fernsehen, dann nehme ich an, das wäre Standard. Manche sagen, das Wort kaputt würde ich nicht in jedem Zusammenhang verwenden. Aber das sind natürlich Gefühlssachen. Es ist immer auch, glaube ich, die persönliche Erfahrung des Lexikografen, die hereinspielen muss. Das widerspricht zwar vielen modernen Linguisten, die nur noch mit Korpora und Statistiken arbeiten, aber ich glaube, ohne Einschätzung geht es nicht. Um österreichisches Standarddeutsch wirklich fundiert beforschen und erforschen zu können, war es längst überfällig, dass man eine breite empirische Datenbasis schafft, die man heranziehen kann. Die Assistenzprofessorin Jutta Ransmeier vom Institut für Germanistik der Universität Wien ist eine der Mitbegründerinnen des Austria Media Corpus, der von der Akademie der Wissenschaft betrieben wird. Es handelt sich dabei um eine Textdatenbank, die nahezu die gesamte österreichische Printproduktion der letzten Jahrzehnte umfasst. Bevor das österreichische Wörterbuch ein neues Wort aufnimmt, stellt es häufig eine Suchanfrage an diese Datensammlung, um herauszufinden, wie häufig und in welchem Umfeld ein Begriff verwendet wird. Das ist sowas wie ein großer Pool an digitalen Sprachdaten. Das umfasst schriftliche, journalistische, Prosa sämtlicher österreichischen Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Magazine und so weiter. Und diese Datengrundlage, das Austrian Media Corpus, ist auch etwas, was dem österreichischen Wörterbuch dienlich sein kann für Abfragen, was denn zum Beispiel in ein Wörterbuch neu Zugang finden soll oder was rausfallen kann, was auch immer. Ein Wort, das Jutta Ransmeier für das österreichische Wörterbuch mit Hilfe des Austria Media Corpus analysiert hat, ist Anwohner. Der Anrainer wäre ein typischer Austriazismus mit dem Pendant aus Deutschland, wo eher Anwohner in Gebrauch ist. Und dann ist doch die Geschichte gekommen mit dem Parkpickerl bei uns. Pickerl übrigens auch ein schöner Austriazismus. Und plötzlich gab es dann im schriftlichen Diskurs auch die Anwohnerparkplätze. Und sowas kann man im Korpus dann auch beobachten und nachvollziehen, wann eigentlich ein Wort Fuß fasst und häufiger gebraucht wird, als das vorher der Fall war. Wir finden Parkplätze in Bezirken in Wien, wo am Boden, am Asphalt Anwohnerparkplatz drauf gemalt ist. Was mich überrascht. Inzwischen wurde der Begriff Anwohner ins österreichische Wörterbuch aufgenommen, als normales, in Österreich gebräuchliches Wort mit dem Synonym Anrainer. Dass es sich dabei einmal um einen Deutschlandismus gehandelt hat, also einen Begriff, der nur in Deutschland üblich war, wird nicht erwähnt.
Bei der Beurteilung von Schülertexten im Schulunterricht dürfen Lehrerinnen und Lehrer übrigens sowohl das österreichische Wörterbuch als auch den Duden verwenden. In einer aktuellen Forschung hat Jutta Ransmeier das Korrekturverhalten von Deutschlehrern in Österreich untersucht. Den Probanden wurde ein fiktiver Aufsatz eines etwa 11-jährigen Schülers vorgelegt, gespickt mit Austriazismen und Deutschlandismen, aber ohne Fehler. Manche davon haben alles gelten lassen. Aber es wurden gleichermaßen Austriazismen wie auch Deutschlandismen mit Wellen oder Streichungen versehen. Und wenn Austriazismen, so wie das Eck, ich stehe am Eck, korrigiert wurden, dann hatten sie die Konnotation, ist nicht standardsprachlich genug oder zweifelhaft, ob das wirklich korrektes Standarddeutsch ist. Wenn Deutschlandismen korrigiert wurden, so wie ich habe gestanden, ich habe in der Küche gestanden, dann wurden die meistens deshalb korrigiert, weil sie irgendwie zu deutsch waren. Und da haben es Lehrkräfte wirklich schwer. Es ist ja nicht falsch zu sagen, ich habe gestanden. Es ist bloß nicht üblich in Österreich und das ist auffällig, wenn man sich so in Österreich ausdrückt. Aber es ist nicht falsch. Genauso gut ist aber auch das Eck, ich bin am Eck gestanden, nicht falsch. Im Duden würde ich aber finden, da hat's was. Und so sitzen die ein bisschen in der Zwickmühle, Deutschlehrkräfte. Man hat das österreichische Wörterbuch, wo man hoffentlich nachschlägt. Dann schaut man vielleicht auch noch im Duden nach. Dann habe ich dort vielleicht widersprüchliche Angaben. Was tue ich dann? Auf keinen Fall dürfe man Begriffe, die in einem der beiden Wörterbücher vorkommen, als falsch anstreichen, sagt Jutta Ransmeier. Und auch beim Unterwellen von Wörtern rät sie, vorsichtig zu sein. Welle, wenn mit Kommentar. Und da gemeinsam ein bisschen zu erkunden, Plätzchen, wo kommt das her, wo wird das verwendet, was ist denn das überhaupt? Also manche Schüler kennen das vielleicht auch gar nicht, dass Plätzchen die Weihnachtskekse sind. Und zwar nur Weihnachtskekse und keine anderen Kekse. Und da arbeite ich gleich einmal daran, den Horizont der Schüler zu erweitern. Und das ist großartig. Das heißt, wenn Begriffe wie Plätzchen auftauchen in einem oder wie Adventskalender oder an Weihnachten auftauchen, das wird auch wahnsinnig häufig korrigiert in unserem Text, dann ist das eine schöne Gelegenheit, das zu thematisieren mit den Kindern. Es ist nicht verboten, Plätzchen zu schreiben. Es ist genauso okay, Kekse zu schreiben. Die sind gleich gut, nur mit dem einen falle ich irgendwo ein bisschen auf. Man könnte zum Beispiel das Wort Tschüss anführen. Wenn man das verfolgt im österreichischen Wörterbuch, die letzten Auflagen, zuerst war es gar nicht drin, dann war es markiert mit D, also das heißt in Deutschland üblich, bei uns nicht. Dann kommt es einmal als umgangssprachlich, dann ist es wieder mal herausgefallen. Zurück zum Germanisten und Lexikographen Jakob Ebner in Linz. Und inzwischen hat man gesehen, dass es so verbreitet, nicht nur bei Jugendlichen, dass man nicht mehr sagen kann, dass Tschüss unösterreichisch wäre. Allerdings hat man festgestellt, dass es vor allem mit langem Ü gesprochen wurde, also Tschüss. In Deutschland aber Tschüss. Ich habe jetzt einmal gelesen, dass aber in Deutschland auch langsam die lange Aussprache etwas durchsetzt. Also so kommt ein Wort langsam hinein, aber das ist immer eine Diskussion. Aber das muss sein, das ist einfach Lexikographie. Und wie ist das Wort Tschüss heute im österreichischen Wörterbuch kategorisiert? Ganz normal österreichisch. Die Alten wollen es nicht glauben, ich verwende es auch nicht, aber es hat keinen Sinn. Die Leute greifen heutzutage schnell zum Handy, wenn sie irgendwas wissen wollen. Und wenn ich die Rechtschreibung oder auch irgendeine Info zu einem Wort google, dann komme ich als erstes auf den Duden und kriege aber nur die Duden-Info. Ich möchte aber die Info, die besonders für mich in Österreich jetzt relevant ist. Und bei vielen Phänomenen wird es egal sein, aber bei anderen nicht. Und da wäre es schön, wenn wir es auch online hätten. Sagt Jutta Ransmeier vom Institut für Germanistik der Universität Wien. Derzeit kann man das österreichische Wörterbuch nur mit einem Schlüsselcode online nutzen. Er ist in jedem gekauften Buch auf der Innenseite des Umschlags abgedruckt. Anders als der Duden darf das österreichische Wörterbuch keine Werbung beinhalten, da es auch als Schulbuch verwendet wird. Eine frei zugängliche Online-Version wäre zwar praktisch, berge aber auch eine Gefahr, so Jutta Ransmeier. Wenn ich das am Handy verwenden kann, so wie den Duden, würde ich befürchten, dass die Verkaufszahlen dann einbrechen könnten. Und das ist ein wichtiges Argument. Es muss das österreichische Wörterbuch weitergeben. Und das wird es nur geben, wenn es gekauft und verwendet wird.
Was wir auch machen, ist, dass wir Bedeutungen komprimieren. Das heißt aber nicht, dass da weniger Information drinsteht. Wir versuchen es einfach so knackig und prägnant zu formulieren, dass trotzdem ganz klar ist, was der Inhalt ist, aber halt die Zeichenanzahl wird weniger. Chefredakteurin Christiane Papst über ihr größtes Problem bei der neuen Auflage für das Jahr 2022, an der sie seit 5 Jahren arbeitet. 1300 Wörter sollen neu dazukommen, doch die Zahl von 1000 Seiten muss gleich bleiben. Ihr Team beim Österreichischen Wörterbuch besteht aus einer fixen Mitarbeiterin und 9 Konsulenten, die sie für Wörter aus den unterschiedlichen Bereichen zu Rate zieht, etwa Jus, Medizin oder Wirtschaft. Auf 500 Wörter, die sie aufnimmt, kommt ein Wort, das sie streichen muss. Zuletzt war das Apfelsaft. Ich weiß, das ist ein typisch österreichisches Getränk, aber jeder weiß, was Apfel ist und jeder weiß, was Saft ist und jeder kann sich erklären, dass ein Apfelsaft Saft aus Apfel ist. Da ist auch nichts idiomatisch dran. Und wenn Wörter eliminiert werden, dann bleiben sie in der Datenbank und werden markiert mit in der 44. Auflage eliminiert. Dann müssten wir freitesten neu aufnehmen. Am Ende der Redaktionssitzung mit ihrer Mitarbeiterin Magdalena Eibel nimmt Christiane Papst noch ein völlig neues Wort in die Datenbank des Wörterbuchs auf. Einen Begriff, der im Dezember 2020 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erstmals in den österreichischen Medien aufgetaucht ist. Freitesten. Weil irgendwann wird es jemanden geben, der möchte wissen, was Freitesten bedeutet. Das kann in 20 Jahren sein, jemand, der einen Artikel darüber liest, ja? Und er weiß plötzlich nicht mehr, was das bedeutet. Dann muss er das finden können. Er muss es im österreichischen Wörterbuch finden. Die Frequenz wird natürlich bei dem Wort abnehmen. Aber da ist eben dieses Kriterium der historisch-sozialpolitischen Relevanz ganz stark im Vordergrund. Auf der Suche nach einem passenden Beispielsatz durchsucht Christiane Papst im Internet verschiedene Artikel, in denen das Wort Freitesten vorkommt, bis sie einen Satz findet, den sie zitiert. Man kann sich ab dem 18. Jänner aus dem Lockdown freitesten. Mitarbeiterin Magdalena Eibel, mit der sie über Skype verbunden ist, schreibt mit. Und jetzt ringe ich um eine Definition. Mit Hilfe eines negativen Corona-Tests von Einschränkungen wie zum Beispiel Einkaufen in Modegeschäften befreien. Bisschen lang, aber ja. Gut. Habe ich so übernommen, habe ich eingetragen. Schön. Und das Ganze bitte als Nomen, einfach mit das Freitesten des Freitestens. Ja. Bei jeder Neuauflage möchte man brillieren mit den aktuellsten Wörtern. Heute natürlich mit den Corona-Wörtern nicht. Lexikograf Jakob Ebner. Aber es kann sein, dass das Wort in 2 Jahren weg ist. Und dann wäre es besser, es kommt hinaus, aber leider kommen da zu wenig hinaus. Das andere wäre jetzt die Frage der Jugendsprache. Ich glaube, nicht jedes jugendsprachliche Wort muss gleich ins Wörterbuch, weil es Jugendsprache in sich hat, dass es sehr kurzlebig ist. Zum Beispiel gibt es verschiedene Wörterbücher über Jugendsprache, die sind alle antiquiert. Da kann ich nur sagen, Jugendsprache des Jahres 2015. Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Jakob Ebner für das österreichische Wörterbuch. Für die nächsten 70 Jahre seines Bestehens rät er den verantwortlichen Redaktionen, sehr genau zu überlegen, welche Wörter aus welcher Sprachschicht sollen hineinkommen. Die Frage auch ein bisschen mit veralteten Wörtern, denn die Altersschicht ist auch noch ein Thema. Wie weit soll man alte Wörter ausscheiden, weil man sie tatsächlich braucht. Auch Leute mit 70 wollen nachschauen. Auch in der Literatur kommen Wörter vor. Aber an sich wäre ich sonst zufrieden. 70 Jahre österreichisches Wörterbuch. Eine Sendung war das von Jonathan Scheucher. Jetzt sind Sie gefragt. 0800 22 69 79 ist die Nummer in unser Studio. Für wie wichtig halten Sie das eigene Wörterbuch für die deutsche Sprache in Österreich? Ist es ein kleinstaatliches Relikt oder nach wie vor unerlässlich zur Bewahrung von Identität? Welche typisch österreichischen Begriffe sind Ihnen wichtig? Welche davon gibt es noch? Welche sind verschwunden und woran könnte das liegen?
0800 22 69 79. Eine Stunde sind wir ab jetzt für Sie erreichbar. Oder schreiben Sie uns ein Mail an moment@orf.at. Einen Zusammenschnitt Ihrer Reaktionen hören Sie morgen in Moment Echo. Außerdem morgen die Homeoffice-Garderobe zwischen Jogginghose und Business-Kostüm. Das war Moment am Dienstag, Moderation Matthias Däuble. Um 70 Jahre österreichisches Wörterbuch ging es gestern in Moment. Nach der Sendung haben wir um Ihre Ansichten zum Thema deutsche Sprache in Österreich gebeten und das Echo war, wenig überraschend, groß. Ich war Schauspielerin, mein Name ist Franziska Mulja, 100.000 Sachen, aber zwei sind mir aufgefallen. Das Wort "Ich habe gestanden" ist nicht gleichbedeutend mit "Ich bin gestanden", weil "Ich habe gestanden" ist die Mitvergangenheit von "Ich gestehe". Ich gestehe, ich gestand, ich habe gestanden. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Worte. Ich komme aus Hamburg und wohne seit genau einem halben Jahr in Wien. Und jetzt habe ich endlich eine Sendung drin, was österreichisches Deutsch ist. Mein Mann ist auch sehr dafür eingetreten, dass das österreichisch ist. Zum Beispiel im Restaurant, wenn er gefragt wurde, möchten Sie einen Kartoffelsalat? Nein, das will ich nicht. Was möchten Sie dazu? Ich möchte einen Erdäpfelsalat. Tunnel, das österreichische Tunnel, was leider ganz ausgestorben ist. Nur mehr der Brennertunnel und lauter Tunnels immer. Wobei das Tunnel, ja laut Duden auch österreichisch, das Tunnel, nicht mit einem N und zwei L im Gegensatz zum Tunnel. Es gibt eine Wortfolge, die mich wahnsinnig macht. Das sind zwei Wörter und ich finde die so blöd. Das heißt außen vor. Bitte, was soll das sein? Ich habe mit großem Interesse Ihre Sendung zum österreichischen Wörterbuch gehört, das mir ja sozusagen als amtliches Sprachregelwerk dann ein besonderes Vergnügen bereitet, wenn ich darin das Wort Teigsfigur finde. Weil in welchem anderen Land ist die Teigsfigur amtlich sprachgeregelt? Es ist ganz furchtbar für mich, wenn Kinder ein deutsches Deutsch sprechen und nicht ein österreichisches Deutsch. Ich bin also wirklich dafür, dass man die eigenen Idiome, Regiolekte, wenn Sie so wollen, auch beibehält. Wir bekamen auch zahlreiche schriftliche Reaktionen. Ich finde die Verteidigung der österreichischen Sprache durch das österreichische Wörterbuch äußerst wichtig. Aber 9 Millionen Österreicher stehen gegen 80 Millionen Deutsche fast auf verlorenem Posten. Mein ausnehmend gebildeter und verehrter Chef an einer deutschen Universität schimpfte mich jedes Mal, das Wort heuer gibt's nicht und Ihre Austriazismen auch nicht. Heute höre ich, dass es diesen Begriff seit den frühen 1970er Jahren gibt. Eine späte Genugtuung. Warum ist die E-Mail in Deutschland nach wie vor weiblich, aber in Österreich sächlich? Das E-Mail. Manche Wiener Ausdrücke im österreichischen Wörterbuch sind uns im Westen völlig unbekannt. Wir Tiroler fühlen uns mit dem bayerischen Dialekt weit mehr verwandt. Der Kauf des österreichischen Wörterbuchs war 1957 eine finanzielle Belastung. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Buch noch existiert. Ihre Sendung hat Erinnerungen bei mir hochgebracht, die meinen Blutdruck erhöht haben. Mein Mann ist Südtiroler und seit 50 Jahren in Wien. Trotzdem, er sagt immer, der Butter. Die Lehrerin fragte meine Tochter in der Berliner Grundschule, wie man den Klassenraum verschönern könnte. Darauf meinte meine Tochter, der Mistkübel ist zu schier. Schallendes Gelächter war die Antwort. Ich rufe in der Nähe von Salzburg an und bin Volksschullehrer. Es steht natürlich in meiner Klasse, ich schaue manchmal direkt vor den Kindern, um ihnen zu demonstrieren, dass ich das jetzt auch nicht gleich beantworten kann, im Wörterbuch nach. Ich möchte Ihnen sagen, ich habe die Erstausgabe des Wörterbuches 1951 und ich bin Jahrgang 51 und habe dieses Buch halt dann in der Volksschule verwendet. Ich wollte die Empfehlung aussprechen, dass es bei Ö1 öfter benutzt wird. Zum Beispiel vor ungefähr 20 Jahren ist der Plural von Risiko zu Risiken geworden. Vorher war immer bei Risken. Was mich so wahnsinnig stört, alle diese Deutschlandismen oder wie man das sagt, lecker. Und ich verwehre mich dann auch immer, dieses Tschüss zu sagen, ja, rutscht man natürlich auch über. Aber lecker, das sage ich ganz sicher nicht und ich mag das ganz einfach nicht. Ich finde, das ist so viel Identität. Ich bin 94. Wir haben auf alten Korrespondenzen, wo die Hinterseite noch leer war, haben wir die ersten Notizen für die Schule machen können.
Wir haben kein Papier gehabt. Und dann kam das Wörterbuch. Wir waren alle entsetzt, dass da, ich glaube, du Trottel und solche Sachen stehen ja da auch drin. Ich bin Universitätsprofessor Elektrotechnik bei den Wetterberichten. Da heißt es immer in einer Höhe von zum Beispiel 1200 Meter statt 1200 Metern. Mich wundert es nicht, dass so viele Leute angerufen haben. Ein exemplarisches Beispiel für den ganzen Krampf. Die Tochter von einer Freundin von uns, der wurde im Gymnasium die Bezeichnung Spital in einem Aufsatz als Fehler angekreidet, was eine Note schlechter bedeutet hat. Ich meine, der guten Frau lege das österreichische Wörterbüchlein hin und sage, Note besser. Na, geht's noch? Moment Echo von Jonathan Scheucher. Das war Moment am Mittwoch. Morgen an dieser Stelle geht es um ein öffentliches Bedürfnis oder auch ein Bedürfnis in der Öffentlichkeit, die öffentliche Toilette. Technik heute Ralf Gabriel und Georg Janser, Moderation und Redaktion Matthias Däuble.